Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Batman Arkham Asylum. Ich bin der Baume und seit 2 Folgen mache ich schon meine 100% Rush. Ich bin kurz vorm Ende des Spiels. Ich will unbedingt noch die 100% schaffen und jetzt ist die letzte Gelegenheit, das hinzukriegen. Darum muss ich mich jetzt anstrengen. Ich versuche alles, was unwichtig ist, so schnell wie möglich abzuspielen, aber nicht so schnell, dass man den Überblick verliert. Es wird alles ein bisschen hektisch. Ich hoffe, ich habe es möglichst lustig verpackt, aber das Wichtigste habe ich in normaler Geschwindigkeit gelassen, weil es ist gar nicht mal so uninteressant, was in Arkham Asylum alles so für Zeug rumliegt. Naja, ich hoffe, wir schaffen heute noch den 100% Run. Ich weiß gar nicht, wie weit ich die Folge jetzt cutten werde. Ich nehme das Intro auf, bevor ich es bearbeite, aber der Zukunftsbearbeitungsbaume wird schon alles richtig gemacht haben. Ne? Du bist top und ich bin top und wir sind alle top, ja? Los geht's, Film ab! Hier leben ja noch alle. Ist Joker nicht nochmal hier vorbeigekommen? Das enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Hat er sich keine Mühe gegeben. Gut. Ein Tonband. Ein Tonband. Was für ein Tonband? Wer, wo geht's denn da hoch? Da gucke ich gleich auch nochmal. Heute habe ich eine weitere Sitzung mit Crane. Ich kann nicht gerade sagen, dass ich mich darauf freue. Ich bin besorgt. Ich gebe es nicht gern zu, aber ich glaube, er hat es auf mich abgesehen. Wie geht's dir heute? Ich habe dir gesagt, das ist meine Sitzung. Das war Ihre Sitzung, Doc, aber jetzt nicht mehr. Geht's Ihnen gut, Doc? Ich denke, ja, ich... Oh, ihm geht's gut. Ich zweifle nur seinen Realitätssinn an. Und Sie sollten schnellstens dasselbe tun. Mom, bist du etwas? Was machst du da? Geh runter von mir. Hilfe! Ich brauche Hilfe. Ich kann nicht atmen. Wie ich schon sagte, ihr seid jetzt alle Teil meines Experiments. Okay. Wie kriegt denn der das hin, da sein Giftgas da heimlich mit reinzuschmuggeln? Darf der das? Augen offen halten. Ja. Ich will es unbedingt lösen, das weiß ich noch. Ach ne, es kommt erst im nächsten Zimmer. Jetzt haben wir erstmal das. Die Wand, von der ich schon die ganze Zeit erzählt habe, dass wir die ohne ein entsprechendes Gadget nicht aufkriegen. Jetzt haben wir sie zum Glück. Mal gucken, was dahinter ist. Oh, hier geht's auf einmal wieder runter. Ein Tonband. Anstaltsgespräch 1. Mein Experiment läuft. Ich erfand ganz allein mein ultimatives Angstgas. Seine Kraft ist eine Offenbarung. Sie sind auf mir, überall! Bitte, Danny, tu's nicht! Bleib weg! Ich habe genug Gas in das medizinische Zentrum geleitet, um 100 Leute um den Verstand zu bringen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Was? Gib auf! Sofort! Batman! Wieso stehst du noch? Wieso wirkt das nicht bei dir? Wer sagt, dass es das nicht tut? Ich wusste es. Wie war es? Was hast du gesehen? Officer Cash, leiten Sie dieses Präparat in die Klimaanlage ein. Sofort. Du hast versagt, Crane. Wieder mal. Ich habe mit Dr. Kellerman zusammengearbeitet und ein Gegenmittel zu dem Gift in deinem Parfum entwickelt. Er hat dich reingelegt, Crane. Wie fühlst du dich? Bedroht, gedemütigt und
Batman steht auf Psychospielchen, ich wusste es. Aber Batman hat halt all seine Ängste bekämpft und deshalb kann das Gift nicht wirken. Oder sagen wir mal so, er hat seine Ängste im Griff und er hat sich ihnen schon öfters gestellt. Und Crane anscheinend auch. Es ist ein Parfüm. Und es zeigt bei ihm angeblich keine Wirkung. Also ich glaube, bei denen zeigt es beide aus dem gleichen Grund keine Wirkung, weil sie einfach die Hölle bereits durchgemacht haben. Ja, keine Ahnung. Das Rätsel, oh, da ist es. Das habe ich so lange gesucht. So lange gesucht. Endlos im Kreis gerannt und immer wieder geguckt und geschaut. Aber uns fehlte das Gadget. Uns fehlte das Gadget. Aber jetzt haben wir es. Ich bin Edward Nigma, der größte Detektiv der Welt. Genau. Und du bist doof. Ja, genau, Schleichfahrt. So, wo ist es? Eine ungewöhnliche Bitte um Verlegung? Müsste doch hier sein. Ach, das ist es. Strange Files? Hugo Strange Files. Ah, das sind keine seltsamen Ordner, sondern das sind die Ordner von Dr. Seltsam. Hugo Strange. Charakterbiografie. Der ist echt interessant. Den könnt ihr euch gerne mal... Ich lese mir den jetzt auch durch. Das ist nämlich echt mal interessant. Vor allen Dingen hat der Muckis bis zum Umfallen. Wieso denn das? Der Psychiater Professor Hugo Strange machte durch die Behauptung von sich reden. Er habe, ne, doch ja, er habe ein präzises psychologisches Profil des dunklen Ritters erstellt, ohne diesen jemals persönlich getroffen zu haben. Er untermauerte seine Behauptungen, indem er Batmans wahre Identität als Bruce Wayne korrekt erschloss. Sein Interesse an Batman wurde allerdings zunehmend zu einer manischen Obsession. Seitdem schmiedet er ständig neue bizarre Pläne, um Batman mit Hilfe von Genetik und Gedankenkontrolle zu besiegen und seinen Platz einzunehmen. Angesichts seines unberechenbaren Geisteszustands ist nicht ganz klar, ob sich Strange an Batmans wahre Identität erinnert. Diese Tatsache, dass Batmans größtes Geheimnis enthüllt werden könnte, schwebt drohend über Bruce Waynes Kopf. Also Hugo Strange ist der Einzige, der weiß, wer wir sind. Ich glaube, es gibt sogar eine Anime-Serie, wo er das mal kurz sagt und da gucken ihn Two-Face und der Joker gucken ihn nur an und sagen, was, Bruce Wayne, träum weiter und gehen. Und der arme Hugo steht da rum und denkt nur so, aber wieso will er denn Batmans Platz einnehmen? Er ist Psychiater und hat ein psychologisches Profil erstellt. Das ist schön. Gestellter Oberkörper, brillante Psychologie, umfassend genetisches Wissen, fixiert auf Batman und dessen Geheimnisse, aufgrund seiner Schizophrenie gelegentlich verwirrt und gefährlich. Dass aber auch alle gefährlich sein müssen. Alle. Wieso sind hier eigentlich so viele Leute, auf die ich noch nicht gezeigt habe und die ich auch noch nicht vorgelesen habe? Ich weiß es nicht. Vielleicht, weil ich sie für so unwichtig erachte, dass ich nicht möchte, dass die Welt von ihnen erfährt. Vielleicht aber auch einfach nur, weil ich noch nicht die richtige Gelegenheit dazu gefunden habe. Ich weiß nicht. Denkt euch euren Teil. Weiter geht's. Ach so, eine Trophäe. Was? Fast fertig? Schummelst du? Guckst du etwa im Internet nach? Gib's zu! Nein! Ich habe echt noch nicht im Internet nachgeschaut. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich's tue, aber ich mach's nicht. Ich guck nicht im Internet nach. Fast fertig? Das höre ich gerne. Okay. Ich würde sagen, das haben wir abgeknuspert hier, ja? Hier sind noch irgendwo Zähne. Irgendwo sind hier noch Zähne, aber du, ganz ehrlich, also für die Zähne müsst ihr jetzt wirklich im Internet nachschauen. Ich will auch nicht die Zähne lösen. Ich weiß, die Zähne gehören zu den Riddler-Rätseln, aber echt jetzt noch die Zähne suchen gehen ohne Karte? Ich meine, zu was für einer Odyssee soll das denn werden? Nein, also die Zähne mache ich nicht. Wenn hier irgendwo noch einer langknabbert, also bitte,
bitte! Das kann er auch gerne ohne mich tun. Nee, die Zähne mache ich nicht. Denn hier haben wir jetzt alles, bis auf ein paar Zähne. Zähne. Ist klar, nicht? Zähne! Ach, echt jetzt? Das liegt hier die ganze... Das ist ja super einfach. Patientengespräch Nummer 44. Noch ein Gespräch mit Edward Nigma. Ich muss mich noch entscheiden, ob er ein Genie ist oder einfach nur fehlgeleitet. Aber ganz egal, was er ist, nur in seiner Gesellschaft zu sein, ist sowohl irritierend als auch mühsam. Hallo, Miss Young. Sie sehen müde aus. Kann ich Ihnen bei irgendwas helfen? Nein, danke, Edward. Ich bin hier, um dir zu helfen. Das sind wir alle. Verzeihen Sie mir meine Arroganz, Doktor, aber wenn Sie glauben, dass ich Ihre Hilfe brauche, dann, naja, sind Sie hier genau richtig. Sehen wir die Sache mal aus einem anderen Blickwinkel. In deinem Leben hast du dich auf bizarre Fallen und verwickelte Hinweise spezialisiert, die meistens mit dem Tod der unglücklichen Teilnehmer enden. Und wenn die Bürger Gothams schlauer wären, wären meine Spiele nur eine amüsante Ablenkung. Anstatt Todesfallen. Sie sollten mir wirklich danken. Ich merze die Unwissenden, die Dummen, die Nutzlosen aus. Aber keine Sorge, ich bin sicher, Sie würden überleben. Was für ein hübsches Foto auf Ihrem Schreibtisch, Doktor. Ihre Familie? Vielleicht Ihre Mutter? Stell das hin! Aus hier! Sofort aus! Wachen! Man stellt da auch echt, wenn man total kranke Psychopathenverbrecher behandelt, keine Familienfotos auf dem Schreibtisch. Ehrlich, wie unprofessionell ist das? Lösen wir dieses Rätsel. Welches Rätsel? Das Rätsel von dem Tonband gerade eben? Das habe ich schon gelöst. Gerade eben. Ach so, du meinst das andere, das was hier drüben irgendwo noch ist. Das hier. City of Gotham, Bruce Wayne. Was, wie? This unit was founded by Bruce Wayne. Lululu. Objekt zu klein. Ja, okay, dann gehen wir näher ran. Cool. Stamm der Großzügigkeit. Alfred Pennyworth? Wer ist das? Ah, Alfred! Okay, den lese ich vor. Nach einer abwechslungsreichen Karriere stand Alfred Pennyworth, ich kenne den Nachnamen gar nicht, ich kenne ihn nur als Alfred, als Familienbutler in Diensten der Waynes, als diese ermordet wurden. Alfred nahm den jungen Waisenknaben daraufhin unter seine Fittiche und unterstützte ihn widerwillig bei dessen Verwandlung zu Batman. Seinen vielfältigen Fähigkeiten in so unterschiedlichen Gebieten wie der Kochkunst und der Medizin machen ihn zu Batmans wichtigsten Verbündeten. Also Kochkunst ist gleichbedeutend mit Medizin, ja? Wenn er sich einen Arm bricht und der Arm geschient wird, ist das mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar weniger wichtig, als die Tatsache, dass abends was Leckeres zu essen auf dem Tisch steht. Sein förmliches Auftreten dient dem dunklen Ritter gleichzeitig als bodenständiger Anker und Schutzwall gegen alle, die das Geheimnis von Bruce Waynes wahrer Identität aufzudecken drohen. Und Alfred ist einfach mal arschcool. Das war's auch schon wieder für heute. Die Folge ist jetzt vorbei, aber es geht noch weiter. Wir haben die 100% noch nicht geschafft. Auch wenn das mit den 10, das wollen wir jetzt mal alles außer Acht lassen. Aber die 100% kommen. Die kommen, die müssen kommen. Die müssen einfach kommen. Die müssen einfach kommen. In diesem Sinne. Ich bin der Baume. Bis zum nächsten Mal, sage ich. Auf Wiederschauen und reingehauen. Aber hau nie so fest zu, sonst tust du dir noch weh.